dass ich Ihnen heute etwas über Pickeltech berichten darf. Vielen Dank an die Veranstalter. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich werde Ihnen heute über Pickeltech etwas erzählen und die Frage stellen, handelt es sich um einen Hype oder um eine Disruption? Zu den Begrifflichkeiten später mehr. Hier ist Ihr Überblick von meinem kurzen Vortrag. Ich werde mich kurz vorstellen, meine persönliche Vorstellung kann ich mir entsparen, unser Unternehmen vorstellen, aber dann Ihnen einen Überblick geben, was ist eigentlich Pickeltech und welche Bedeutung hat Pickeltech für Ihre Kanzleien? Und am Ende werden wir hoffentlich die Frage klären, handelt es sich um einen Hype oder ist es eine Disruption? Also, seien Sie gespannt. Hier der Überblick meines Lebens, das ist quasi die Zusammenfassung von Herrn Dreske. Betriebswirtschaftlicher Hintergrund, meine Masterarbeit als Betriebswirtin über Pickeltech geschrieben, über die Rolle von Pickeltech in der deutschen juristischen Branche und welche Auswirkungen das haben wird. Dann habe ich unser Familienunternehmen Pickeltech übernommen vor fast 2 Jahren und wurde dieses Jahr zur Woman of Pickeltech 2018 ausgezeichnet. Zu unserem Unternehmen. Was macht Pickeltech? Pickeltech entwickelt seit mehr als 30 Jahren Software für Kanzleien und Rechtsabteilungen. Mein Vater hat in den 80ern begonnen, damit die erste Kanzleisoftware für Windows zu programmieren. Damals noch auf einer Technologie, die keiner von uns kennt. Und hat sie dann in den 90ern, das Produkt hieß Fantasy, an die DATEV verkauft. Die erste Windows-Kanzleilösung. Was passierte dann? Anfang der 2000er hat die Firma Pickeltech, die jetzige Firma, angefangen, sich auf Rechtsabteilungen zu spezialisieren und Kanzleien auch mit zu betreuen, aber Fokus Rechtsabteilung und hat eine technologische Innovation herbeigeführt, und zwar eine webbasierte oder auch cloudbasierte Version unserer Rechtsabteilungs- und Kanzleisoftware herzustellen. Diese wird seit 2001 entwickelt, das sind 17 Jahre. Andere Marktanbieter sind da noch nicht so schnell. Naja, auf jeden Fall haben wir mittlerweile mehr als 450 Kunden, hauptsächlich in der DACH-Region und in Benelux, aber auch wirklich im internationalen Ausland und mehr als 5000 installierte Arbeitsplätze. So viel zu uns, worüber müssen wir da ganz reden. Lassen Sie uns über Pickeltech sprechen. Was ist eigentlich Pickeltech? Ich habe eine ganz einfache Definition und das ist meine Definition. Es gibt ganz viele, ich finde das aber am sinnvollsten und zwar ist meiner Meinung nach Pickeltech einfach nur der Einsatz von Technologie im juristischen Umfeld. Ganz simpel. Und es ist auch nichts Neues, sondern es gibt es, wie Sie sehen können, seit 30 Jahren. Also jetzt denken Sie schon mal an das Wort Hype, ja oder nein? Wieso Pickeltech? Woher kommt das? Was sind die Veranlassungsgründe für Pickeltech? Das hat viele Gründe und diese Gründe haben was mit digitaler Transformation zu tun, aber sind eigentlich tief verankert in Ihrer Branche, der juristischen Branche. Und genau deshalb gucken wir uns die nur ganz kurz an. Was sind die Hauptbestandteile davon? Die juristische Branche hat ein sehr traditionelles Geschäftsmodell, vor allen Dingen die Kanzleien. Und zwar basiert das auf Informationsasymmetrie zwischen den Mandanten und den Anwälten. Die Anwälte wissen sehr viel über das Recht, haben die Zulassung etc. Die Mandanten sind meistens völlig hilflos und bringen um Rat. Informationsasymmetrie. Zweiter Punkt, die Undurchsichtigkeit im Prozess der Wertschöpfung. Wie genau arbeitet der Anwalt eigentlich? Was passiert da eigentlich immer, wenn er sagt, ja, ich bereite meinen Schriftsatz vor und dies und jenes? Als Mandant meistens hat man keine Ahnung. Undurchsichtigkeit. Und drittens, das altbekannte Abrechnungsmodell nach Stundensatz. Das ist für den Mandanten meistens auch völlig schleierhaft. Was hat der Anwalt jetzt eigentlich in dieser einen Stunde oder diesen 5 Stunden getan? Und dann gibt es da noch unterschiedliche Stundensätze, Partner, dies und jenes. Also für den Mandanten und den Endkonsumenten reichlich verwirrt und undurchschaubar. Zweiter Punkt ist ein grundsätzlicher, der betrifft die Regulierung der Branche. Und das sind jetzt nur 2 Punkte. Es gibt ganz viele andere Bereiche, die auch sehr stark reguliert sind. Und das ist die Anwaltszulassung und die tatsächliche Ausübung des Rechtes. Diese starke Regulierung führt dazu, dass die juristische Branche schon sehr lange von Faktoren wie Disruption, dazu später mehr, verschont wurde. Weil es kann einfach kein Anwalt diese Tätigkeit ausüben, weil es sehr stark reguliert ist. So, jetzt kommt die digitale Transformation. Da gibt es nämlich 3 Treiber, die genau an diesen Punkten ansetzen. Und zwar entsteht in letzter Zeit
gibt es eine sogenannte More for Less Challenge. Im Deutschen bedeutet das einfach mehr für weniger. Ja. Und das bedeutet, entweder Rechtsabteilung oder eben innerhalb von Rechtsabteilung der Vorstand erwartet von seinen Anwälten und die Rechtsabteilung von seinen Kanzleien oder der Endkunde von den Kanzleien, dass immer mehr Arbeit, juristische Tätigkeit ausgeübt wird, aber bitte günstiger, das ist ja alles viel zu teuer. Also dieser Kostendruck existiert tatsächlich, vor allen Dingen im Spannungsfeld Rechtsabteilung und Kanzlei, die sehr eng zueinander arbeiten. Was kann man da machen? Ja, da haben sich einige überlegt, man könnte das ja irgendwie effizienter gestalten, diese ganze Problematik. Und die juristische Tätigkeit, zum Beispiel eine Tätigkeit, nehmen, es ist wie so eine Kette, und sie zerstückeln in kleine Einzelbestandteile. Und dann nimmt man die Einzelbestandteile und beschafft sie einfach effizienter. Das kann man machen durch Automatisierung, durch Outsourcing. Und da gibt es ganz viele Methoden, wie man die Einzelbestandteile einfacher und effizienter sich beschaffen kann. Tools dafür sind zum Beispiel Legal Tech, die das ermöglichen. Also es muss nicht mehr der Anwalt das komplette Paket einer Tätigkeit oder eines Prozesses, einer Abfolge selber machen, sondern man kann es zerstückeln und diese einzelnen Bestandteile schneller, günstiger etc. tätigen, sodass sich dann insgesamt der Preis reduziert und vielleicht auch sogar eine höhere Transparenz in der Wertschöpfung geschaffen wird. Der zweite Trend oder Treiber der digitalen Transformation ist die Liberalisierung der Branche. Und zwar führt das nicht nur durch sich anbahnende Regulierungslockerung, sondern eben auch durch Unternehmen, die im Legal Tech-Bereich arbeiten, die versuchen, Innovation in den Markt zu bringen, sich als neue Wettbewerber auch für Anwälte auftreten und die damit auch eben diesen Preisdruck für Anwälte generieren. Das Ganze hat zum Vorteil für den Endkonsumenten vor allen Dingen, dass der Zugang zum Recht erleichtert wird und wahrscheinlich auch günstiger werden könnte. Also es hat Vorteile. Der dritte Punkt, ganz klar, Digitalisierung. Das ist Ihnen bestimmt auch allen sehr bekannt. Die klassische Papierakte geht zur elektronischen Akte über und das schon seit langer Zeit. Und da gibt es ganz viele Beispiele, wo wieder an den einzelnen Punkten der Wertschöpfungskette eingehakt werden kann und einzelne Bestandteile davon digitalisiert werden können. Und durch diese Digitalisierung kann man es oft auch effizienter und kostengünstiger gestalten und auch einfach einfacher. Das macht all unser Leben leichter. So viel dazu. Wo spielt Legal Tech eine Rolle? Ich sage Ihnen, überall. Das sieht man vielleicht nicht immer und es ist nicht ganz offensichtlich, aber meiner Meinung nach kann Legal Tech auf jeden Fall überall eine Rolle spielen. Hier sind nur ein paar Beispiele. Die klassische Mandanten-Anwaltsbeziehung, das Mandanten zwischen Mandanten, die Thematik, wenn man mit der Gegenpartei arbeitet oder mit der Rechtsabteilung, aber eben auch innerhalb der Kanzlei, innerhalb der Rechtsabteilung spielt Legal Tech eine Rolle. Sollte es tun oder wird es irgendwann werden? Es gibt natürlich auch Beispiele in der Justiz. Wir haben gehört vom BEA, das ist das EGVP, verschiedene Dinge, die da langsam aufbrodeln. In der Justiz tut sich auch einiges. Und momentan ein spannendes Thema, wie kann sich die juristische Ausbildung oder auch Ihre Ausbildung durch digitale Tools eigentlich verändern oder es Ihnen auch leichter machen und Sie für die Zukunft besser vorbereiten. Zum Beispiel mit dem Umgang mit Technik. Das ist momentan noch nicht wirklich verankert in der Ausbildung. So viel dazu. Ein kleiner Überblick war, wenn wir über Legal Tech sprechen, was gibt es da eigentlich für verschiedene Arten von Legal Tech? Da gibt es eine riesen Bandbreite und jeder neue Legal Tech-Anbieter meint jetzt, eine neue Nische für sich kreieren zu können. Und das ist auch super so. Ich bin total begeistert, dass es überhaupt passiert. Aber das ist eine kleine Zusammenfassung vom Überblick. Es gibt verschiedene Arten von Plattformen. Plattformen sind meistens Webseiten oder Softwareprodukte, die online sind. Also durch ihren Browser kann man die bedienen und ansprechen. Und da gibt es eine ganz spannende Form, und zwar sind das Selbstbedienungsplattformen für standardisierte juristische Produkte. Das richtet sich meistens an Endkonsumenten, so wie wir alle. Zum Beispiel, wenn Sie mal so einen Mietvertrag brauchen oder eine andere Art von Vertrag und sagen, ach Mensch, da will ich jetzt aber echt nicht zum Anwalt für gehen, das ist doch immer dasselbe, gibt es mittlerweile Plattformen, die einem das relativ kostengünstig anbieten und ein großes Gestrüpp und da hat man eigentlich alles drin und kann sich relativ sicher sein, dass das auch gut ist. Das ist die eine Art von Plattform. Dann gibt es elektronische Portale
für Rechtsberatung. Da kann man Fragen stellen, die ein anderer Anwalt dann beantwortet. Manche sind kostenfrei, manche sind nicht kostenfrei. Und es gibt Marktplätze für Rechtsdienstleistungen. Da können Sie als Mandant Anwälte suchen in einem spezifischen Fachbereich und dann sozusagen miteinander verknüpft werden und online diese Fallbearbeitung beginnen. Sie können dann natürlich auch telefonieren, aber die Abwicklung des Mandats findet online statt. Eine dritte Art von Plattform, die Sie alle bestimmt kennen, sind die elektronischen Datenbanken, wie von Beck Online zum Beispiel, die juristische Inhalte vermitteln und immer wichtiger für die juristische Tätigkeit werden. Bestimmt haben Sie alle in Ihren Kanzleien noch ganz viele Bücher und ganz viele Akten, aber bald, wer weiß, wie viele es dann noch gibt von diesen Büchern. Hype, oder vielleicht sind sie nur Dekorationen. Dann gibt es einen zweiten sehr, sehr großen Bereich, Hightech-Lösungen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Arten von Hightech-Lösungen. Die meisten sind darin ausgelegt, Hightech-Tools für die juristische Arbeit anzubieten. Also wirklich den Anwalt oder Sie in Ihrer normalen Tätigkeit zu unterstützen oder eben diese Einzelbestandteile effizienter zu gestalten. Ganz, ganz besonders gehypte Technologien sind die Blockchain und künstliche Intelligenz. Da gibt es viel, was darüber geschrieben wird, das ist die Blockchain und wir haben ein neues Produkt mit der Blockchain und oh, das hat jetzt auch künstliche Intelligenz. Ich sehe das mit Vorsicht. Ich denke ehrlich gesagt, dass viele dieser Produkte haben Sie in letzter Zeit mal eine DVD ausgeliehen im DVD-Verleih? Ja, schon länger her. Ja. Und Apple, hier das Ding, ist mittlerweile die beliebteste und meistgenutzte Kamera, auch von anderen Smartphone-Herstellern natürlich, aber die mit Film kaufen nur noch die richtigen Liebhaber und Profis. Also auch da schwieriger Markt. Aber Sie sehen, eindeutig Verlierer, die haben die Disruption, die sich angebahnt hat, nicht frühzeitig erkannt und haben irgendwie mal überlegt, was können wir selber vielleicht ändern. Wobei, ironischerweise, Kodak die Digitalfotografie selber erfunden hat und aber gesagt hat, ach nee, das lohnt sich nicht, da sehen wir kein Potenzial drin. Mit den jetzigen Produkten verdienen wir so viel Geld, lassen wir das mal. Also immer schön aufpassen, ja. So, das sind hier die neuen Spieler. Aber was sind grundsätzlich die neuen Spieler? Die neuen Spieler sind Plattformen. Plattformen haben wir vorhin schon erwähnt in Bezug auf Legal Tech, aber es gibt natürlich riesengroße weltweite Plattformen. Ich glaube, viele von diesen Firmen kennen Sie. Uber ist diese, wie so eine Taxi-App, mit der man ein Auto bestellen kann, wo ein Fahrer einen von A nach B fährt. Wie ein Taxi, ist aber kein Taxi, ist oft günstiger und geht alles über eine App. Es gibt jetzt auch mein Taxi, aber das gab es vorher nicht. So, dann gibt es Facebook, das kennen Sie, glaube ich, alle. Alibaba ist quasi die Amazon nur aus China und Airbnb ist eine Plattform, in der man Wohnungen mieten kann in verschiedenen Städten, anstatt in ein Hotel zu gehen. So, jetzt ganz interessant. Was haben alle diese vier Unternehmen gemeinsam? Warum sind sie disruptiv? Nun ja, also Uber ist das größte Taxiunternehmen der Welt und besitzt kein einziges Taxi. Facebook ist das beliebteste Medienunternehmen der Welt und kreiert keine eigenen Medieninhalte, außer vielleicht ihre Logos. So. Alibaba, wie Amazon, ist der wertvollste Händler der Welt und hält kein Inventar. Und zu guter Letzt Airbnb, Sie können es sich denken, der größte Unterkunftsanbieter der Welt, besitzt keine einzige Immobilie. Ich finde das ja etwas einprägsam und möchte Ihnen damit etwas verdeutlichen, was kann Disruption bedeuten? Es ist nicht einfach nur, wir haben jetzt eine Software und jetzt wird alles anders, sondern es ist eine grundsätzliche Veränderung im Geschäftsmodell, die diese Firmen herangetrieben haben, basierend auf Plattformen. So, und jetzt können wir mal überlegen, was wäre so eine Disruption in der juristischen Branche? Das ist nur ein Beispiel. Die traditionelle Kanzlei. Wie könnte eine Disruption davon aussehen? Ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie das aussehen könnte. Ich habe mir jetzt eine rausgesucht und zwar könnte das in meinen Augen eine virtuelle Kanzlei sein. Eine virtuelle Kanzlei, wo es keinen physikalischen Ort mehr gibt,
wo alle zusammenkommen, wo keiner mehr nebeneinander sitzt, wo es keine Papierschränke gibt, keine Papierhaken mehr gibt, nichts. Es gibt nur noch eine Plattform, an der alle möglichen Beteiligten einer Kanzlei vernetzt sind. Man kann von zu Hause arbeiten, man kann von China aus arbeiten, von New York, von Paris, aus Brasilien, aus Hamburg, aus Leipzig, spielt gar keine Rolle. Aber man hat eine zentrale Plattform, wo man dann die digitalen Bestandteile, die wir jetzt schon haben, wie elektronische Aktenverwaltung und all diese Tools, integrieren kann und sie alle gemeinsam arbeiten können. Sie können mit ihrem Anwalt kommunizieren über diese Plattform und brauchen eigentlich dieses normale Kanzleimodell nicht mehr. Das ändert, das wirkt sich natürlich dann auch auf das Geschäftsmodell aus. Wie wird eigentlich abgerechnet? Ist das alles noch so gerechtfertigt? Und vielleicht haben wir jetzt ein bisschen Transparenz in der ganzen Wertschöpfungskette. Also das ist nur so ein Szenario, was ich mir vorstellen könnte. Es gibt aber schon ganz viele und es ist auch nicht gegeben, dass das unbedingt eintreten wird. Aber es könnte passieren. Wer weiß, vielleicht arbeitet ja schon eine kleine Firma, die wir noch nicht kennen, dran. Und übermorgen ist sie plötzlich das nächste Amazon für Anwälte. So, jetzt kommen wir zu den wichtigen Fragen. Ist es denn jetzt Hype oder nicht? Meiner Meinung nach, die Begrifflichkeit, ja. Seit 2 Jahren reden alle über Legal Tech und also die wirklich darüber reden, die sind auch schon fast gelangweilt von Legal Tech. Aber es ist nichts Neues. Wie vorhin erzählt, es gibt es seit 30 Jahren, seit mehr als 30 Jahren. Von daher, nein, es ist kein Hype. Nur der Begriff ist ein Hype, aber nicht die Technologie im juristischen Umfeld, das ist kein Hype. Ist es eine Disruption? Ist Legal Tech eine Disruption? Auf jeden Fall. Meiner Meinung nach ist es das auf jeden Fall. Es wird grundsätzlich zu einer Disruption der Branche kommen, an verschiedenen Punkten, hier und da. Es wird sich unterschiedlich schnell entwickeln, aber es hat schon begonnen und es ist im vollen Gange. Also wachen Sie auf, schauen Sie sich genau an, was da passiert. Deshalb habe ich ein paar Empfehlungen für Sie mitgebracht, weil Sie wirklich das Herzstück der Kanzlei sind und Sie Veränderungen hervorbringen können. Verwehren Sie sich nicht dem Wandel, sagen Sie nicht, ach, Legal Tech, ach, das brauche ich nicht, das ist nur für die Anwälte, interessiert mich nicht und das ist irgendwie, Technik mochte ich noch nie, das wird uns eh nicht betreffen. Das sind die Dinge, die Kodak und Schlecker und dieses Blockbuster, das haben die auch gedacht. Machen Sie es bitte nicht. Setzen Sie sich richtig ein und seien Sie vorne mit dabei. Denn Legal Tech kann zu Ihrem Steckenpferd werden und Sie persönlich können zur Legal Tech-Expertin, vor allem Legal Tech-Expertin, in Ihren Kanzleien werden. Und das ist auch ein riesen Alleinstellungsmerkmal zwischen Ihren Kolleginnen, aber auch zu den jungen Anwälten. Die haben nämlich auch keine Ahnung von Legal Tech. Und dann können Sie richtig punkten. Also ich finde das super. Und vor allen Dingen brauchen wir nämlich mehr Women auf Legal Tech. Von daher lade ich Sie eigentlich alle herzlich ein, sich mit dem Thema zu befassen. Und wenn Sie noch weitere Sachen nachlesen wollen, können Sie das gerne tun. Ich habe ein paar Artikel dazu veröffentlicht. Die machen das Ganze noch ein bisschen überschaubarer und detaillierter, was es da genau für Lösungen gibt. Und wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich wirklich sehr gerne an mich. Ich bin jederzeit offen, mit Ihnen darüber zu diskutieren und Ihnen auch zu helfen dabei, wie Sie vielleicht Legal Tech in Ihrer Kanzlei einsetzen können. Vielen herzlichen Dank. Durch das Thema Legal Tech. Ich denke, das hat uns einen guten Eindruck gegeben. Und nutzen Sie die Chance. Die Chance ist erheblich, dass Sie sich an die Spitze der Bewegung setzen.